Wir haben festgestellt, dass tatsächlich das Thema Kommunalpolitik eines der zentralen Themen ist für linke Bewegung, aber eben auch für die linke Partei. Und wir haben die Möglichkeiten als Stiftung, finanzielle, aber auch personelle Möglichkeiten. Und die Idee war entstanden, ob wir nicht tatsächlich so ein Stück weit nach Dreh- und Angelpunkt wären für eine solche Art von Vernetzung. Nach dem ersten Spinnen über diese Idee, da hat sich eine tolle Truppe zusammengefunden mit dieser Strategiegruppe, wo wir genau darüber nachgedacht haben, wie baut man eigentlich so eine Art von Vernetzung auf und wie schafft man das? Tatsächlich alle, die irgendwo davon betroffen sind, wie schafft man das tatsächlich, die zusammenzubringen? Ich komme aus Bayern, da haben wir einfach bisher sehr wenig Erfahrung mit einer linken Kommunalpolitik. Und da erhoffe ich mir von solchen Treffen wie diesen, dass es wirklich Synergieeffekte geben kann, wo wir von anderen lernen und auch andere und nochmal Möglichkeiten bekommen. Also für mich ist es wichtig, hier rauszugehen mit neuen Ideen, wie zum Beispiel andere im ländlichen Raum mit bestimmten Problemen umgehen, wie zum Beispiel Nachwuchsförderung, Nachwuchsbindung. Und das ist auch ein gewisser Impuls und eine Verzahnung zwischen den Erkenntnissen Kommunalpolitik und Partei einhergeht. Ihr werdet auf Dinge stoßen, die ihr ganz, ganz anders seht. Wo ihr sagt, das kann gar nicht sein. Bei mir ist das ganz anders, weil ich sehe das ganz anders. Linke Kommunalpolitik ist für mich möglichst nah am Menschen, unsere Ziele umzusetzen. Die Chance, linke Utopie vor Ort erlebbar zu machen. Ist die Umsetzung linker Politik direkt am Menschen, für den Menschen, dass dieser Markt, wenn er vor die Haustür tritt? Ist für mich linke Politik vor Ort und im besten Falle greifen da außerparlamentarische Initiativen und parlamentarische Arbeit gut ineinander. Das ist hauptsächlich eine Kernarbeit und braucht viel, viel mehr Wertschätzung von allen Ebenen. Parteiarbeit besteht ja nicht nur aus Mitgliederversammlungen, wo man sich trifft, weil es halt sein muss, sondern im Gegenteil, es sind überraschend viele neue Formen entstanden und gefunden worden, weil es Menschen einfach Spaß macht, mit Politik im Austausch zu sein. Und Kommunalpolitik ist etwas, was man vor Ort erlebt. Das nähere Erreichen durch Gartenzaungespräche, durch Besuch in einer Kita oder in irgendwie im Verein tätig zu sein. Also da ist der Weg zum Menschen, zu den Problemen aus der Region viel schneller da. Man kann schneller was bewegen. Man hat mehr den Eindruck, auch tatsächlich gebraucht zu werden, weil hinter dem Problem auch echte Menschen stehen. Ich glaube, Kommunalpolitik beginnt eigentlich schon dabei bei einer Organisierung vor Ort in Zivilgesellschaft, sogar auch im Sportverein und sollte dann letztendlich auch Hand in Hand gehen mit einer parlamentarischen Arbeit. Also wir brauchen Infrastrukturmittel, also finanzielle Hilfen. Wir brauchen politische Unterstützung, also in der Partei. Ja? Und wir müssen mehr mit Netzwerken zusammenarbeiten. Was ich an Kommunalpolitik so faszinierend und spannend finde, ist, dass es eine unheimliche Themenvielfalt gibt. Also wir haben alle Themen in der Gemeinde, die auch auf der großen politischen Ebene verhandelt werden, sei es jetzt Klimaschutz, sei es Asyl, Migration, sei es Verkehr, Wohnungspolitik. Das sind alles Dinge, die sich ja auf der lokalen Ebene ganz konkret niederschlagen. Und das, was wir vor Ort machen können, was wir dort tun, wo wir uns engagieren, das kann tatsächlich auch Wirkung haben auf die Bundesebene. Also wir sind zum einen diejenigen, die von der Bundesebene wieder sozusagen die Folgen abzuwenden oder zu mildern haben, wie auch immer. Aber wir können auch unser Signal ganz deutlich auf die Bundesebene oder die Europaebene bringen. Ein Beispiel, was mich persönlich sehr beeindruckt hat, ist, schon 20 Jahre alt in der Stadt Templin in Brandenburg hat sich die Stadt entschlossen, was umzusetzen, was heute mehrfach diskutiert wird, nämlich den öffentlichen Nahverkehr fahrscheinlos und kostenlos anzubieten. Das ist gemacht worden, man hat die Fahrgastzahlen gesteigert und es tatsächlich geschafft, dass viele Leute vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Ein, wie ich finde, sehr überzeugendes Beispiel für linke Kommunalpolitik war die Verhinderung der Privatisierung unseres Klinikums. Das ist ein super geführtes Haus. Das ist ein Standbein der medizinischen Versorgung im Altenburger Land. Und wir konnten tatsächlich, obwohl wir nicht in der Mehrheit waren im Kreistag, durch viel Öffentlichkeitsarbeit, durch viel Diskussionen, damals auch im Kommunalwahlkampf, verhindern, dass es eine Mehrheit im Kreistag für den Verkauf gegeben hat. Wir haben in 14 Jahren viel Druck gemacht für einen verstärkten sozialen Wohnungsbau. Und da haben wir es sowohl über das Parlament als auch über Proteste geschafft, dass tatsächlich in den nächsten Jahren
ca. 500 Sozialwohnungen bei uns in der Stadt gebaut werden. Es ist gut, dass es dieses Treffen gegeben hat. Zum einen zur Motivation der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Es soll eine Fortsetzung geben, nicht nur der Treffen, sondern vor allen Dingen der Arbeit an ganz konkreten Projekten und wo wir sozusagen an Beispielen deutlich machen wollen, es ist möglich, tatsächlich auf der kommunalen Ebene etwas zu verändern. Beispiele, die dann tatsächlich auch weiter wirken können, auch an anderen Ebenen.